Hallo zusammen, heute geht es darum, dass hier ein Kühlschrank baden geht. Und zwar habe ich einen Kühlschrank von Vitri Frigo und hier habe ich jetzt das Kühlaggregat demontiert und hier ins Wasserbecken gesetzt. Wir sehen hier, das ist mit Wasser voll. Und das ganze Kühlaggregat ohne Lüfter und ohne Steuerung ist hier komplett versenkt und hat hier noch ein bisschen Seifenwasser drin, so Spülmittel. Der Kühlschrank hat jetzt über 10 Bar drauf und hier müsste wie beim Fahrradschlauch ein bisschen Luft oder Kältemittel rauskommen, aber hier ist nichts. Und im Kühlschrank drin ist auch kein Kältemittel zu finden mit dem Lecksuchgerät. Wir sehen hier, das Gehäuse wurde hier 2020 produziert und der Kühlschrank wurde nach dem Tippenschild hier im September 2020 gefertigt. Also Gehäuse 2020 und der Kühlschrank dann auch 2020. Dieser Kunde hat den gekauft, angeblich im Mai 2021 mit einem Wohnmobil zusammen, komplett, oder hat das dann bekommen. Der hat auch gekühlt bis in die Sommerferien und Juli 2021 und der Kühlschrank hat nicht mehr gekühlt. Dann sei er irgendwo gewesen. Und der hat ihm Kältemittel aufgefüllt, das hätte auch wunderbar funktioniert und der Kühlschrank hat gekühlt. Kein Problem, er war dann im 2022, im Frühling hat er auch gekühlt und dann in den Sommerferien hat er wieder nicht mehr gekühlt. Dann hat er sich bei uns gemeldet, ja, Symptom ist, dass da kein Kältemittel drin ist. Ja, es wurde schon mal gefüllt. Ja, dann ist wahrscheinlich kein Kältemittel drin. Der kam dann zu uns. Der hat dann letztes Jahr, wurde der bei uns nachgelötet. Lötstelle, die vielleicht nicht ganz sauber war. Auch wieder abgesucht. Geprüft. Lief bis diesem Frühling. Und jetzt wollte er in Urlaub und der Kühlschrank geht schon wieder nicht mehr. Kein Kältemittel drin, er ist hier. Also das Kältemittel hält ein Jahr und das ist es weg. Hier beim Kühlaggregat versenkt, innen drin im Kühlschrank zugemacht, stehen lassen, übers Wochenende und kein Loch gefunden im ganzen Kühlsystem, nichts. Jetzt habe ich mit dem Kunden Kontakt aufgenommen und gesagt, ich finde kein Loch. Also den Aufwand, den ich hier jetzt betreibe, im Kühlaggregat ausbauen, versenken, ich finde kein Loch. Ja. Er kann sich das nicht vorstellen. Er schaut dazu, er reinigt hier den Kondensator, er entlüftet das Kühlaggregat und jeden Frühling, bevor er in den Sommerurlaub fährt, was macht er? Ja, er entlüftet das Kühlaggregat. Das sei wie bei einer Heizung. Bei der Heizung muss er auch vor der Heizperiode die Heizung entlüften. Und das hat ja hier... das hier rausnehmen. Solch ein Füllventil. Und an diesem Füllventil, das schraubt er auf. Also im Kühlschrank. Er hat da hinten eine Klappe, da kommt er dazu. Und dann nimmt er einen Schraubenzieher und drückt hier drauf.
bis die ganze Luft draußen ist. Und dann will er in Urlaub und dann geht er nicht mehr. Das hat er jetzt jedes Jahr gemacht? Ja klar, weil das muss man so machen. Ja. Kein Wunder hat er kein Kältemittel drin. Hier nicht drauf drücken, auch wenn es hier solch ein Füllventil hat. Die einen drücken das zu, schweißen es zu, dann kann man gar nichts mehr machen. Aber bei Vitrifrigo und bei uns hat es so ein Füllventil dran. Ja, es hat noch ein paar andere Hersteller, die haben so ein Füllventil dran. Die einen schweißen es zu und dass man es nicht entlüften kann. Aber bitte entlüftet keinen Kühlschrank. Jetzt ist klar, jetzt kann ich den Kühlschrank zusammenbauen, kann den neu befüllen. Also zurzeit ist Kältemittel und Stickstoff drin, dass ich einen hohen Druck kriege, über 10 Bar, zum Absuchen, ob das Teil funktioniert. Ja. Meine Worte sind sprachlos. 3 Jahre hat man jetzt herausgefunden, dass der nicht... Der Kühlschrank ist in Ordnung, nur entlüftet wurde. Ja, hier mache ich euch ein Video über Kältemittelmangel oder Kältemittel im Kühlsystem und ich wünsche euch einen schönen Tag.